Let's go. Oh no, er hat. Er hat literally. Ah, shit. Zu einer weiteren Folge der Pokémon Rascal Ruby Nuzlocke Challenge. Heute, meine Freunde, wird's spicy und sehr interessant. Denn wir stehen kurz vor dem Schlotberg. In der letzten Folge haben wir die rechte Hand vom Team Magma Boss gekillt, der uns fast mit einem Flampivian auseinandergepflückt hat. Zum Glück hatten wir Rihorn dabei, was einfach den Flareblitz abgefangen hat und uns damit in den Arsch gerettet. Heute müssen wir es nicht nur mit einem Team Magma-Mitglied aufnehmen, sondern gleich mit der ganzen Bande. So machen wir uns also auf den Berg, der gerne mal einen schlotet. Bubatz für alle gratis, meine Freunde. Hier oben werden wir verheizt. Denn wir haben mit unserem Team ein extremes Problem gegen Feuer-Pokémon. Und wir haben ein extremes Problem gegen Unlicht-Pokémon. Mit Hisui zumindest. Und genau das ist Team Magma. So. Da kämpfen die schon am Ausgang oder am Eingang, wie auch immer ihr es benennen wollt. Oh je, Digga. Hab ich Bock hier drauf? Meteoriten stecken voller Energie. Oh je. Wir kämpfen hier gegen niemanden. Warte mal, in den früheren Teilen haben wir gegen die gekämpft. Verflixt. Mensch, gib mir das alles auf den Zeiger. Los, ihr Blindgänger. Well, wir von Team Magma geben unser Bestes für das Wohl aller. Oh je. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, ich bin underleveled. Das Flampivian war auf Level 35. Das ist einfach so böse. Oh Gott. Oh Gott. Was für ein Lied wieder. Oh, Bro. Das ist nicht gut. Wessie, komm rein. Du bist ein Stein. Mach das Ding kalt. Mit Rohrgewalt. Ja, Rohrgewalt hast du nicht, aber dafür hast du einen Steinhagel. Nee, Felsgrab. Steinhagel hat unser Stalobor. Gut, Windschnitt kann kritten, hat schon einmal, aber es kann nicht flinchen. Da sind wir schon mal. Oh, aber wir können verfehlen. Also wenn der Gegner nicht flincht, dann verfehlen wir einfach. Wie wär's, wenn du Windschnitt verfehlst? Das hat nämlich genau die gleiche Trefferrate wie unser Felsgrab. Kann es sein, dass wir wieder von einem Golbat zerfickt werden? Ey, wir verlieren in dieser Nuzlocke ständig King Zubats und Golbats. Was zum Teufel soll das sein? Oh ja, Flinkklaue, let's go. Batz. Ey, wir können halt schon wieder heilen gehen. Wir können schon wieder heilen gehen. Der Junge hat halt Minimum ein Kamerupt. Und Kamerupt ist so ein Problem für mein Team. Wir werden so böse draufgehen hier. So, der Dude hat wahrscheinlich Robustheit und mit seinen Stahl-Moves kann er mich aus dem Leben zünden. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann tauschen wir einfach mal zu Stahlobor, denn der hat keine Schwäche, sondern wird neutral getroffen. Oh, warte mal. Kann auch Bodenattacken haben, ne? Ich glaube, er kann auch Bodenattacken. Aber er hat kein Stab. Da ist die Robustheit. Und das war sogar ein Crit. Das kommt jetzt kacke. Oh, er geht nur auf Iron Head. Okay. Ja, gut. Das passt ja. Das ist okay. So. Ha. Schwierig. Das war wieder gerade der erste Trainer, ne? Oh nein.
Warte, was? Der muss jetzt... Ich habe einen Trainer... Ich muss schon wieder heilen? Ich muss schon wieder heilen und ich habe einen Trainer besiegt. Gehe ich zu diesem... Will der... Oh, fuck. Ich weiß es nicht mehr, ob der kämpfen will. Weil wenn ja... Goddammit. Guys, ich mach kurz einen Cut und dann komm ich mit geheilten Pokémon wieder hier hoch. Und dann kämpfen wir mit geheilten Pokémon gegen den Dude. Ich kann nicht mit ungeheilten Pokémon in den Dude reinlaufen. Alright, Guys, Entwarnung. Ich habe trotzdem noch ein paar Tränke gefunden, beziehungsweise einen Hypertrank, den ich verwenden konnte. Und dieser hat dann gereicht, nebst dem Sprudel, um... Dingens aufzufüllen. Dementsprechend muss ich nicht zurücklatschen. Ich habe aber auch gerade entschlossen, meine Pokémon mit Sonderbonbons auf 35 zu klatschen, weil... Kann ich hier durch? Yes, danke. Weil dieser Dude auch auf 35 ist, right? Haben wir ja gerade gesehen. Und selbst auf 35 hätten wir absolut keine Antwort auf sein Flampivian, was, by the way, eine 140er Base Attack hat. Was absolut geisteskrank ist. Und wir haben gar nichts für dieses Ding. Ich gehe mal davon aus, dass er mit Magnane starten wird, wenn wir gegen ihn kämpfen werden. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Aber auch wenn wir gegen Mark selbst kämpfen müssen, müssen wir mit Magnane, mit Benny liegen wegen Magnane. Und, ich habe absolut keine Ahnung, wie wir an Flampivian vorbeikommen würden. Oder an Kamerupt. Meine einzige Idee, die ich gegen Flampivian hätte, wäre Vessi Rider. Denn Vessi Rider hat schon mal einen Flare Blitz von dem Ding getankt. Und ist mittlerweile ein bisschen höher vom Level. Ich würde so gerne Benny noch ein Level weiter leveln, damit er sich entwickelt. Aber it is what it is, guys. It is what it is. Wir wollen es uns ja auch nicht zu einfach machen. Du da. Du bist mir doch schon bei den Meteorfällen in die Quere gekommen. Sag bloß, du willst schon wieder uns die Suppe versalzen. Weißt du eigentlich, wie unglaublich, unendlich, unheimlich, unfassbar, ja ausgesprochen, außerordentlich, unverhältnismäßig und im extremsten Maße. Nervig, du bist kleiner. Ich werde dich zerquetschen. Du durchkreuzt unsere Pläne kein zweites Mal. Digga, sein Blick, ne? Mit den roten Augen. Schön. Okay, ja, wir müssen nochmal gegen Kala kämpfen. Der jetzt 4 Pokémon hat. Interesting. Beim letzten Kampf hatte er 3, weil es ein Doppelkampf war und das ein 3 gegen 3 ist. Jetzt hat er ein Pokémon mehr. Oh je, Digga. Okay. Ja gut, das Ding ist halt, Magnane wird wahrscheinlich Flammenwurf, Digga. Feuerzahn haben. Right? Und wenn er uns flincht, ist es halt mega wack. Aber ich glaube, wir werden mit Ableithieb hoffentlich 50% machen. In Two-Shotten. Nach Bedrohr. Hoffe ich. Oh, please don't flinch me. Gott, das hat mehr als 50% gemacht. Oh mein Gott, und das hat weniger als 50% gemacht. Okay, aber wenigstens heilen wir wieder. Wenn er mich jetzt nicht crittet, flincht oder verbrennt, ist alles in Ordnung. Please don't jinx it. Aber er flincht uns nicht. Okay, Benny ist durchgekommen. Aber Benny ist halt jetzt schon wieder weg vom Fenster, ne? Benny ist halt jetzt schon wieder weg vom Fenster. Was mache ich jetzt? Warte, er wird wieder Feuer. Aber ich kann... Das Ding ist, Hisui geht nicht, ne? Vessi Rider brauche ich komplett voll. Klee und Timo werden beide von Feuerzahn zerflext. Das heißt, Ottl ist der Einzige, der hier was macht. Goddammit, Bro. Okay, da ist der Feuerzahn. Er burnt glücklicherweise nicht. Okay, mit Ottl dürften wir aber schneller sein. Reicht eine Fassade? Ich glaube, eine Fassade reicht. Ich habe keinen Bock, den Luftschnitt zu verfehlen. Danke. Okay.
erstes Pokémon von diesem Sohn ist weg. Oh Gott, Smogon. Smogmog. Okay. Ich meine, Klee vierfach effektiv weg. Benny haut da weg. Timo wird aber wahrscheinlich mit Flammenwurf weghauen, weil der Dude wird Flammenwurf haben. Weil er gehört zu Team Magma. Wesley Ryder brauche ich voll und Hisui brauche ich auch voll. Im Falle eines Falles. Das heißt, ich muss mit Ottl drin bleiben. Außerdem hat er eine hohe Def und Schwebe. Der einzige, literally der einzige, mit dem ich ihn sehr effektiv, also neutral effektiv treffe, ist Ottl und Hisui. Und mit Ottl kann ich ihn halt flinchen. Luftschnitt, Kingstein. Oh mein Gott, das macht gar nichts. Er hat Donnerblitz. Oh my goodness. Oh my goodness. Shit. Ich trage halt auf allen noch die Amrena-Beere, ne? Weil ich ein verdammter Idiot bin. Ich habe halt die Amrena-Beere niemanden weggenommen. Shit, Bro. Seidenschal auf Zoroark wäre so wichtig jetzt. Oder Wundersaat auf Klee oder... Die Amrena-Beere ist halt literally... Okay. Der Ruheort ist nicht möglich, weil der Donnerblitz zu viel Damage gemacht hat. Und wir flinchen. Okay. Wird er healen? Probably. Probably wird er healen, ne? Macht's einen Unterschied? Nee. Not really. Weil, wenn ich Ruheorte, habe ich in der nächsten Runde wieder die, Elektroschwäche. Nachthieb um Fassade macht viel weniger, weil Smogmog verteidigungsmäßig echt gut ist und wir einen echt kleinen Bizeps haben. Wenn er heilt, ist Luftschnitt trotzdem der Play. Vor allem, wenn er einen Supertrank nutzt und nicht einen Hypertrank, weil dann ist er nicht full life und dann können wir two-shotten, falls wir beide Luftschnitte treffen. Was, ein Supertrank? Ich glaube, oder? Shit, es war ein Hypertrank. Dann brauchen wir jetzt nochmal einen Flinch oder ein Crit. Okay, bevor wir jetzt den Luftschnitt missen. Fassade. Ah. Irgendwas wird sterben, Freunde. Mehrere Dinge werden sterben. Was? Was? Der Dude hat ein Relaxo. Oh. Oh, I see. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Was mache ich gegen Relaxo? Oh mein Gott, Benny mit Ableithieb wäre so gut, aber ich bin zu low. Wenn er Body slammt, bin ich easy weg. Wenn er Body slammt, wäre ich easy weg. Okay, ich gehe mal zu Klee. Ich hau mal eine Igelsamen raus. Steinhagel. Okay, er hat Steinhagel. Er hat tatsächlich Steinhagel. Okay. Egelsam.
Wir treffen. Yes. Maybe Rückenwind. Maybe ist Rückenwind der Play. Setup für... Tanken wir noch einen? Ich glaube, wir tanken einen Body Slam. Oh mein Gott. Wenn er crittet, though, ich bin in Crit Range. Aber wir brauchen den Rückenwind für Flampivian. Rückenwind ist der Play. Oder? Oh, Digga. High risk, high reward, Freunde. Okay. Timo? Und dann durchrattern? Weil das Problem ist, selbst mit Rückenwind wird Vessi Rider Flampivian nicht outspeeden. Der Rückenwind hat nur dann Value, wenn wir jetzt zu Timo gehen und dieses Relaxo wegballern. Vessi Rider ist der Notfallplan. Right? Das Problem ist, wenn er jetzt parat mit seinem Body Slam, dann bin ich wieder langsamer. Und dann ist der Scheiß nichts wert. Oh, Gott sei Dank. Keine Para. Gott sei Dank keine Para. Okay, Metallklaue oder Schlagbohrer? Nee, Schlagbohrer muss reichen auf Flampivian. Schlagbohrer muss reichen auf Flampivian. Sehr effektiv, Stab. Es reicht nicht. Ist halt ein Relaxo, ne? Fuck, er kann mich jetzt bouncen. Oh, Digga, wie viel Luck wir haben. Wobei, haben wir nicht die Amrena-Beere? Hätten wir nicht sowieso die Amrena-Beere? Lol, die Amrena-Beere wäre ja voll OP. Nee, wir haben den Glücksrauch. Oh mein Gott, zum Glück. Auf Benny haben wir die Amrena-Beere. Und auf Isui. Und auf Klee. Okay. Holy shit. Zweimal den 30% Prozenter gemisst, ne? Okay, Schlagbohrer. Wir haben leider nicht mehr so viele Rückenwindrunden. Okay, das war's mit Relaxo. Jetzt kommt Flampivian, oder? Oder hat er kein Flampivian mehr? Ottel auf 36. No! Der Rückenwind lässt nach. So schnell? Ich hätte eine Runde gebraucht. Oh no! Okay. No! Oh Gott. Und da ist ein wütender Affe, Freunde, mit 140 Base-Angriff. Der unser Vessi Rider fast gewonshottet hat mit einem resistierten Move. Oh no, Bro. Der Rückenwind ist genau jetzt weg. Für ein fucking Relaxo habe ich den nicht gebraucht. Warte mal. Rückenwind, dann Switch. Dann zweimal Schlagbohrer. Der Rückenwind war doch nur drei Runden da, oder wie, oder was? Oder bin ich gerade lost? Alter, wie lang war denn dieser Rückenwind draußen? Ist sicher nicht fünf Runden. Oh Gott. Okay, ja, hier müssen wir ein Pokémon abschmeißen. Und die Frage ist, wer wird es sein? Timo, Vessi Rider, Ottel. Ich glaube, Ottel muss es sein. Es tut mir leid, Ottel. Aber... alle anderen Pokémon sind zu viel Value. Fuck, Bro. Das mit dem Rückenwind. Ich habe scheinbar die Runden nicht gezählt. Ich bin so ein Trottel. Okay. Ja, es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Sonst geht dieser Affe durch mein Team durch gleich. Oh mein Gott. Oh, es tut mir so leid, Ottel. F in die Kommentare für Ottel, Digga. F in die Kommentare für Ottel. So.
Okay, ja. Notfallplan, Vessi Rider. Die Schallwelle wird mit Full KP nicht reichen. Wir werden ihn zwar wahrscheinlich outspeeden mit Zoroark, aber nicht Full KP. Vor allem ohne Seidenschal. Reicht leider nicht. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir den Schlagbohrer treffen. Wenn wir wegen 5% missen, war's das. Dann kann ich 2-3 Pokémon sterben lassen, bis der Recoil so viel gemacht hat, dass ich mit Hisui revengen kann. Verlieren tun wir hier nicht. Aber die Frage ist, mit wie viel gewinnen wir? 80 Stärke, hohe Volltrefferquote. Let's go. Oh no, er hat Hammerarm. Er hat literally... Ah, shit. Er hat den fucking Hammerarm. Hat er ein... Der hat ein Life Orb. Der Geisteskranke hat einen Life Orb. Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwie zu Vessi Rider rein soll und dann Hisui tarnen soll als Vessi Rider. Aber ich habe mir einfach gedacht, ey, wenn er den Hammerarm nicht hat, dann geht er straight für Flare Blitz und dann ist Hisui tot. Und das kann ich nicht verantworten. Fuck, Vessi Rider war so wichtig für den nächsten Kampf auch. Okay, aber der Hammerarm hat ihn auf minus 1 gedaddelt und dementsprechend müsste Timo jetzt outspeeden. Ja, danke. Stirb. Oh Gott. Ich habe an Hammerarm gedacht. Ich habe mir schon überlegt, wie kriege ich irgendwie Wessi Rider an die letzte Stelle des Teams und wie kann ich ihn irgendwie outplayen mit Zoroark und so, aber ich dachte, nee, das ist viel zu risky. Viel zu risky. Schon wieder. Oh, oh, oh. Zwei Pokémon verloren, Digga. Und jetzt kommt der eigentliche Bosskampf. Ich muss zugeben, dass du und dein Team wirklich sehr stark seid. Aber all deine Bemühungen sind zwecklos. Der Boss ist bereits im Besitz des Meteoriten, den wir vom Professor Dingsbongs erhalten haben. Außerdem sind die NFTs schon im Sale. Wo unser Boss steckt, willst du wissen? Der ist gleich dort hinten. Wenn du ihn unbedingt eine Abreibung willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Well, Freunde. Ich glaube, wir können... warte mal, was? Hier, Vessi Rider auch einpacken, ne? Shit, Bro. Hammerarm. Es ärgert mich so. Der Play wäre genial gewesen, aber ich hätte Vessi Rider wahrscheinlich nicht wirklich da nach hinten bekommen, ne? Ich hätte Vessi Rider tauschen müssen irgendwie beim Relaxo-Switch-In und so, damit er auf die letzte Stelle kommt und dann auf Hisui, was so riskant ist. Aber ey, wenigstens sind wir durch den Kampf durchgekommen und Ottl ist verkraftbar, auch wenn ich so gerne Phaser-Snob verwendet hätte. Und Vessi Rider tut echt weh. Ich hätte so gerne Rihornio behalten. Oh, auf Level 41 hätte sich das Ding zu Rizeros entwickelt. Fucking hell, Bro. Aber gut. Jetzt geht's ab zum Boss. Aber, meine Freunde, das erst in der nächsten Folge, denn ich muss mir ein neues Team zusammenstellen. Und ich muss gucken, mit welchem Team ich überhaupt eine Chance gegen Mark habe. Denn ich habe keine Ahnung, was der bringt. Ich weiß, dass er wahrscheinlich einen Kamerupt haben wird. Und das war's. Magnain, Kamerupt, who knows, Bro? Der Dude hatte gerade einen Flampivian und einen Relaxo, was er normalerweise nicht hat. Ich bin schon wieder so am Zittern, Junge. Leute, lasst einen Daumen da für die gefallenen Pokémon. F in den Chat. Oder F in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier zum Endbosskampf gegen Team Magma. Nicht ganz Endboss, aber zum ersten großen Bosskampf. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Bis dann, haut rein. Peace.